So, damit kriegen wir Geld. Eisen haben wir. Schlafen können wir auch gleich. Okay, dann gehen wir schlafen. Müsste schon funktionieren. Super. Dann, also ich habe... Oh, Andesit brauche ich noch. Andesit brauche ich noch. So, die Andesit-Schalker-Kiste haben wir hier. Und der aktuelle Andesit müsste irgendwo hier sein. Ach nein, deswegen habe ich ihn abgebaut. Und ich habe direkt darunter genommen. Super. So. Nur schade, dass er immer das Oberste nimmt. Naja. So. Aber drei Plätze lasse ich mal frei. Schienen mache ich mir vor Ort oder mache ich die gleich? Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um wegen dem Gold zu warten. Aus der YouTube-Audiobibliothek von seinem Partner Vision. Dann machen wir die gleich. Aber erstmal ein Stapel. Und nicht wieder mehrere Stapel. So, und hier warten wir noch kurz das 16. ab. Dann können wir auch wieder ein bisschen was machen. Ich habe keine Redstone dabei. Müssen wir vor Ort machen. So, wenn ich 18 habe, das lässt sich durch 6 teilen, dann kriegen wir auch 18 raus. Also nehmen wir das nochmal mit. Und den Rest lassen wir jetzt erstmal, ja, schmelzen. So, das heißt, wir können jetzt wieder zurück. Lange mache ich nicht mehr, Leute. Ich nehme ja schon seit über 3 Stunden auf. Aber so eine halbe Stunde geht schon noch. Mal sehen, was wir bis dahin schaffen. Glück gehabt. Hat funktioniert. Jetzt ist hier irgendwo eine Hexe. Gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. So. Die Werkbank habe ich auch dabei. Das kommt hier rein. Ich habe hier sogar noch 4 Gold. Super. Und Redstone. Damit kann ich jetzt... Ich hab's genau gewusst.
In dem Moment, als ich gehört habe, wie sie Schaden bekommt, wusste ich, sie ist hier. So, das hier kann weg. Und das hier. Und hier können wir das hier machen. Vergiftung hält noch an. Die platzieren wir mal hier. So, dann können wir jetzt hier die Schienen platzieren. Wunderbar. Super. Dann geht es jetzt hier weiter. Und damit ist bis hierher jetzt alles fertig, Leute. Wunderbar. Dann machen wir weiter. Nächstes Segment. Wieder beginnen wir mit dem Boden. Ich habe die Redstone-Fackeln vergessen. Da sind sie. So. Schön, dann weiter mit den Wänden. Das ist Kohle. Die holen wir uns und ich bin voll. Dann muss ich jetzt einmal zurücklaufen, Leute, denn... Nein, muss ich nicht. Ich habe das ja auch... Doch, ich habe die Endertruhe nicht hier. Ich habe die Endertruhe nicht hier. Die lustigerweise immer noch voll ist. Das sieht man sonst nie, Leute. Sehr schön. So, dann machen wir mal kurz so... Kann ich hier das Zeug reinpacken, kann hier das wieder mitnehmen. Lol, die backt, Leute! Wenn ich da, sie aufmache, geht sie zu. Wenn ich sie zumache, geht sie auf. Ha! Wir haben einen neuen Bug entdeckt, Leute. Kann ich beides mitnehmen? Ja. Oh, das ist die. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach beides mit. Dann backt sie auch nicht mehr so. Nachher hat das doch irgendwelche dummen Auswirkungen, auf die ich gar keine Lust habe. Oh Mist, hier kann ich sie dann nicht mehr aufmachen. Dann kommt sie hier hin. So, und dann noch die hier. Genau, wunderbar. Dann kann ich jetzt hier vorne wieder das Zeug aufsammeln.
Den Bruchstein. Und hier gibt es dann die Kohle. Okay, das war's. Und ich muss schon wieder zurück, denn ich bin schon wieder voll. Liegt daran, dass ich zu viel Andesit mitgenommen habe. Aber wir brauchen das ja auch. So. Okay. Gleich haben wir eh wieder mehr Platz. Ein Stapel weniger. Das kommt trotzdem zu, Leute, weil hier über die Wände sind. So, aus der YouTube-Audio-Bibliothek, Leute. Von Albus. River Crossing. Rivers Crossing. Nein, tatsächlich River Crossing. Okay, dachte erst zwei Flüsse kreuzen, aber ist ein Fluss, den man kreuzt offenbar. Naja. So, die Erde da oben lassen wir, Leute. Wie gesagt, das könnte Boden sein, das könnte unter dem Meer sein. Wir lassen das. Wenn sie nicht unter uns ist, ignorieren wir sie. So, und wieder ein Stapel weniger. Und dafür jetzt wieder ein Stapel mehr. So, wieder ein Segment fertig. Und wir können schon richtig gut dann nach oben sehen, Leute. Ah, ich kann den Granit nicht mitnehmen. Das ist jetzt natürlich unvorteilhaft. Dann müssen wir halt noch mal kurz Zeug ablegen gehen. Aber das passiert. Nein, die 50 hätte ich gerne. Super. Jetzt kann man schon bis hierher fahren. Und immer weiter sehen wir. Wow, da ist Kies. Okay. Der Kies war aber drüber. Wir ersetzen den Block. Der Kies war da. Also, nehmen wir ihn einfach mit. Ha, oh, ich habe den Platz nicht. Mist. Muss ich den Granit ablegen? So. Machen wir das gleich mal. Vielleicht haben wir ja dann wieder ein bisschen mehr Platz. Oder auch nicht. Gut, dann
hier die Wand weg. Jetzt haben wir wieder etwas mehr Platz. Weiter mit der Decke. Super. Nächstes Segment. Boah, das sind nicht mehr viele. Ich kann da oben schon den kaputten Teil sehen. Da bin ich dann auch schon gespannt, wie wir das machen werden. Jetzt bin ich komplett voll. Das war's auch schon. Mehr habe ich noch nicht. Ich habe immer noch nur zwei Plätze, nein, drei Plätze frei. Also für drei Stapel von einem Item oder für drei Stapel von drei verschiedenen Items. Naja. Aber gleich haben wir wieder etwas mehr Platz. Je weiter wir kommen, desto mehr bauen wir ab. Bauen wir auf. Verbrauchen wir und desto mehr Platz haben wir. Und schon wieder ein Inventarslot frei. So. Und noch einer frei. Wobei ich den aber gleich bauen werde. Wenn wir da fährt. Oh, das machen wir später. Machen wir erstmal diese Wand hier. Die sieht einfacher aus. So, die ist fertig und dann jetzt hier. So, das hier ist ein Einsturz, Leute. Das heißt, wir haben 1, 2, 1, 1. Hier ersetzt mir aber den Block, der drunter liegt, also kann das weg. Also hier 1, 2, 1 und 1. So, wenn ich den hier jetzt mache, der hält! Ja, lol! Ha! Ich wusste gar nicht. Ach, weil er kein fallender Block ist, sondern ein Block, den ich platziert habe. Lol, Leute, der hält? Der hält? Das finde ich jetzt geil, Leute. Das gefällt mir. Heißt das, ich könnte hier auch einfach drauf einen Block platzieren? Ja. Der Block ist platziert. Er ist auf einem anderen Block drauf, Leute. Deswegen fällt er nicht. Ja, lol. Okay.